Mein lieber Schütze, herzlich willkommen zurück. Das ist ein Horoskop für August 2017. Die Sonne läuft in deinem Haus der Hoffnung bis 22. Dadurch kannst du große Zukunftspläne entwerfen. Diese Pläne können sich auch etwas verändern durch den Effekt der Finsternisse. Wir haben eine Mondfinsternis in dem Gegenhaus, im dritten Haus, am 7. und am 21. da, wo die Sonne ist. Das ist das 9. Haus. Das bedeutet, August wird für dich ein Übergangsmonat sein. Ich werde mehr darüber sprechen im Laufe dieses Videos. Aber zuerst möchte ich von einem Planetwechsel sprechen. Und zwar Venus, der Planet der Liebe, wechselt das Haus. Sie geht aus dem 7. Haus in das 8. Haus. Was bedeutet das für dich? Das heißt, du kannst nicht so viel in der Liebe im August erwarten. Verlange nicht so viel von anderen Menschen. Eine Person meint es mit dir nicht so ernst, wie du mit ihr. Spare dir Undank, mein lieber Schütze. Was die Liebe anbelangt, da sollst du den Unterschied zwischen Liebe und Sex erkennen oder auch den Unterschied zwischen einem sexuellen Kontakt und platonischen Liebe. Am 7. findet die erste Finsternis, Mondfinsternis, in deinem 3. Haus statt, so wie ich gesagt habe. Du hast in den nächsten 6 Monaten die Gelegenheit, dich fortzubilden, neue Sachen zu lernen und vor allem im August ist das auch begünstigt. Eine wichtige Reise kann mit dieser Finsternis zustande kommen. Wenn das der Fall ist, dann wird irgendwas dazwischen passieren, was die Reise entweder verzögert oder verhindert. Es kann passieren, dass ein Brief oder ein wichtiges Dokument dir Unruhe bringt. Jemand kann plötzlich deine Hilfe brauchen. Am 13. ist Merkur rückläufig in deinem Haus des Berufes. Dadurch erlebst du wichtigere Entwicklungen in deinem Beruf, welche dir dazu führen, mit vielen Papieren, mit vielen Dokumenten zu tun zu haben. Ich würde sagen, mehr als sonst. Du bist darauf angewiesen, dir mehr Fakten und andere wichtige Details zu merken. Wenn du einen Job suchst, dann wird es ein bisschen schwierig für dich im August sein. Zwischen 15. und 17. gibt es ein Quadrat zwischen Venus und Jupiter. Jupiter ist dein Regentplanet. Das ist sehr positiv für dich, denn das 11. Haus, da wo Jupiter ist, ein sehr gutes Haus ist. Das ist das Haus der Freunde. Dadurch wirst du die Möglichkeit haben, viel Spaß und Vergnügen mit anderen Menschen zu haben. Du sollst dir keine Sorgen wegen Geld machen. Am 21. gibt es die Sonnenfinsternis in deinem 9. Haus. Bis Februar 2018 werden dir neue Horizonte eröffnet sein, mein lieber Schütze. Falls du dir irgendwelche Pläne schon gemacht hast, dann sollst du ehrgeizig sein. In anderen Wörtern, du darfst Hoffnung haben, denn du wirst mehr erreichen können, als du glaubst. Am 27. macht dein Planetregent Jupiter ein Sextil mit Saturn im 1. Haus. Wenn es etwas unklar ist, wirst du am Ende des Monats Klarheit haben.
Wenn du irgendwelche wichtigere Entscheidungen machen musst, dann bitte mache diese am Ende des Monats. Wenn die zwei Finsternisse vorbei sind und diesen Sextil zwischen Jupiter und Saturn dir Klarheit verschafft. Mein lieber Schütze, ich wünsche dir alles Gute für August, dass alles, was du dir vornimmst, in Erfüllung geht. Wenn es dir dieses Video gefallen hat, dann bitte abonniere meinen Kanal und gib mir ein Gefällt mir. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis demnächst.